Kapitel 20. Eine dritte Chance. Orangene Augen leuchteten in dem Rauch des Feuersturm P auf. Bald darauf erweiterte sich das orangene Licht und umfasste den gesamten Umriss eines Vulnona. Nicht nur Kell schien nicht zu verstehen, wie dieser Angriff Aurora schier unangetastet ließ. Marcello, kannst du mir vielleicht erklären, was zur Hölle hier vor sich geht? Was genau es ist, das wird dir vielleicht Aurora sagen können. Ich weiß nur, dass dies nicht das erste Mal ist, dass so etwas geschieht. Kaum hatte er ausgesprochen, verdunkelte sich der wolkenlose Himmel über dem Vulkan. Sterne blitzten auf und der Mond, welcher eigentlich zerstört war, erschien aus dem Dampf des Magmas des Kraters. Nach einer Schocksekunde für den Besessenen schoss all die Macht des Mondes hinab, mitten an den Ort, an welchem der Besessene stand. Der Mond verschwand wieder, der wolkenlose Himmel wurde wieder sichtbar und auch der Rauch hatte sich verzogen und gab den Blick auf eine etwas wackelige Aurora wieder frei. Siehst du? Niemand schlägt eine Plottkriegerin mit ihren eigenen Waffen! Vor ihr lag das besiegte Arcani auf dem Boden, geschlagen von derselben Kraft, welche bereits den Plottdrachen gestürzt hatte. Sag mal, kann ich jetzt mal bitte eine Erklärung bekommen? Ich verstehe nämlich gar nichts mehr. Da Aurora sah, dass Kell sich bereits wieder rührte, verzögerte sie ihn. Sobald wir diese Sache hier geklärt haben, okay? In einem seltenen Anfall von Verständnis zeigte sich Monagoras kooperativ. Langsam schien Kell wieder zu erwachen. Seine Augen nun nicht mehr erfüllt von Plot-Energie. Was ist passiert? Wo bin ich? Erstmal in Sicherheit. Was auch immer es war, hat keine Kontrolle mehr über dich. Als das Arcani jedoch jenes Vulnona sah, welches er damals am Eisberg im Stich gelassen hatte, wirkte er sofort panisch. Ich hatte es also... Aurora, bin ich tot? In diesem gebrochenen, verletzlichen Zustand wirkte Kell wie ein vollkommen anderes Pokémon als alles, was Aurora bisher von ihm gesehen hatte. Ihn so zu sehen, erweckte Mitleid unter der Wut der Vergangenheit. Du bist am Leben, genauso wie alle anderen hier. Jedoch schienen ihre Worte nicht den gewünschten Effekt zu erzielen. Eher steigerten sie die Panik in Kells Verhalten nur weiter. Es kann nicht sein, ich habe dich sterben sehen. Mit meinen eigenen Augen und... Ich kann nicht leben und du auch nicht. Verständnislos wollte Aurora etwas erwidern, doch Marshadow mischte sich in das Gespräch ein. Ich werde dir später noch einiges erklären müssen, Aurora, aber... Kell, ich sagte dir, dass ich dir helfen würde und... Als wir uns das letzte Mal sahen, nicht? Dieses Versprechen habe ich gehalten. Immer noch blickte Kell panisch und kauernd zwischen den drei Pokémon umher. Also, jetzt wo wir das geklärt haben, nehmen wir den Helm und gehen, würde ich vorschlagen. Gegenstimmen. Unamüsiert blickte die Plottkriegerin zum Ligagründer herüber. Ja! Vorsichtig näherte sie sich Kell und streckte eine Pfote aus. Komm mit uns, Kell, wir wollen dir helfen. Wieder zuckte er zusammen. Nein, ich kann nicht. Ich will nicht. Was, wenn es zurückkehrt? Was, wenn es wieder die Kontrolle übernimmt? Ich will euch nicht verletzen. Lasst mich alleine. Der Kontrast zwischen diesem Arcani und dem Fukano, welches Aurora vor nur Wochen kannte, war unsagbar. All die Ereignisse hatten Kell nicht als mehr zurückgelassen als eine Hülle seines früheren Selbst. Kell, hör mir zu. Ich glaube, dass du niemanden verletzen willst, ob du mir das nun glaubst oder nicht. Es ist für uns alle das Beste, wenn du mitkommst. Sollte es zurückkehren, dann haben wir dich im Blick und haben keinen Feind in der Fremde. Außerdem bin ich recht optimistisch, dass dieser Helm, den du da trägst, das Ganze genügend einschränken kann. Zumindest fürs Erste. Aber du und wir brauchen den Helm alle. Also bitte, Kay, komm mit uns zurück nach Kira Town. Dieses Mal schienen die Worte ihn nicht zu verängstigen. Doch trotzdem wirkte das Arcani weiterhin widerwillig. Nein. Nehmt einfach den Helm, wenn ihr ihn braucht. Ich verdiene nicht noch eine Chance. Ich hatte schon zwei Chancen und ich habe sie beide verspielt.
Und aller guten Dinge sind drei. Dann bekommst du ihm noch eine dritte Chance, Kel. Immer noch mit angstvollem Blick sah er Aurora an. Du bist wirklich bereit, mir noch eine Chance zu geben? Wie? Nach allem? Ich verstehe dich nicht. Ich werde es nie verstehen. Langsam richtete er sich wieder auf. Aber das muss ich wohl auch nicht. Okay, ich komme mit. Als Aurora sich umdrehte, war sie überrascht, nicht nur einen, sondern zwei kritische Blicke zu empfangen. Versucht mich nicht umzustimmen, ihr beiden. Das habe ich nicht vor. Aber ich verstehe wirklich nicht, weshalb du ihm vergibst, obwohl er dich zum Sterben zurückgelassen hat. Der Angesprochene starrte bloß auf den Boden, als er den derzeitigen Mitgliedern Polana Vatras zuhörte. Sicher kann ich mir nicht sein, aber ich glaube, dass Kels erste Heimat ihn zu sehr geprägt hat. Und gleichzeitig vertraue ich ihm, dass er gelernt hat. Nun mischte er sich doch auch selber ein. Ich will mich bessern. Und ich werde alles versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Vielleicht bin ich auch schon zu egoistisch, zu verrottet. Wenn ja, dann werden wir das sehen. Aber ich werde keine Schlüsse ziehen, wenn ich nicht genau Bescheid weiß. Also, lasst uns zurückkehren. Ich behaupte optimistisch, dass die Mission ein Erfolg war. So begann die Rückkehr der vier Pokémon in ihre Heimat Kira Town. Auf dem Weg dorthin gab es jedoch für viele Pokémon vieles zu bereden. Und diese Zeit wollte gut genutzt sein. Also Aurora und irgendwo auch Monagoras. Ich muss etwas gestehen. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Ereignisse auf dem Eisberg anging. Ich hatte Angst, dass ihr mir nicht einmal eine Chance geben würdet, da die wahre Geschichte unglaubwürdiger ist als meine Lüge. Ich wollte es euch noch erzählen, aber jetzt mit Endynalos und der Prüfung. Ich habe einfach nicht mehr daran gedacht. Auch Kel, der nun wieder etwas zu seinem alten Selbst zurückgefunden hatte, mischte sich nun ein. Warte, du hast gelogen. Über dieses Zeug, also weiß Aurora gar nicht. Nein, also lass es mich erklären. Aurora, so schwer es vielleicht zu glauben sein mag. Was Kel vorhin sagte, ist wahr. Er hat dich wahrlich sterben sehen. In deinem Kampf gegen Epsilon auf dem Eisberg bist du ums Leben gekommen. Der Schatten sah in Auroras Blick genau, was sie über diese Erklärung dachte. Ich meine es ernst. Allerdings sprach ich noch einmal mit Epsilon, nachdem ich ihn von Kel verscheucht hatte. Einer der Gründe, warum ich mich damals dir angeschlossen habe, war, dass Epsilon selbst dem Plot widersprach. Du bist wichtig für den Plot, Aurora. Und damals nahm Epsilon dir dein Leben. Als ich noch einmal mit ihm sprach, sah er seinen Fehler und schenkte dir ein neues Leben, da der Plot nicht vor Kapitel 25 enden darf. Bitte was? Willst du doch noch einmal etwas Verständliches sagen, Mashadow? Der Angesprochene war ehrlich gesagt nicht überrascht, dass seine Worte nicht sonderlich gut aufgenommen wurden. Es ist so. Der Plot, das, was für Epsilon und viele der Plot ist, ist eine Art Verlauf des Schicksals. Man kann sagen, dass es eine Art Geschichte ist, unterteilt in Kapitel. Doch damit diese Geschichte nicht zu kurz wird, benötigt er seine Hauptcharakterin. Also dich, Aurora. Mindestens 25 Kapitel lang. Auf dem Eisberg hatten wir jedoch erst das 10. Kapitel erreicht. Kurz verstummte Aurora, bevor sie tief durchatmete. Also was du mir sagen willst, ist, dass Epsilon mich getötet hat, aber mir ein neues Leben gegeben hat. Weil er mich noch eine Weile braucht. Welches Kapitel haben wir denn inzwischen erreicht? Genau weiß ich es nicht. Meinen Berechnungen müsste der Plot etwa doppelt so weit fortgeschritten sein wie damals. Dementsprechend rund Kapitel 20. Das heißt auch, dass bald die Zeit kommt. Ein Blick in die Ferne folgte. Alle drei Pokémon waren gespannt, wie Aurora nun reagieren würde. Dieses Wissen war wirklich nicht, was man jeden Tag erfuhr. Weißt du mal, Shadow?
glaube kein Wort von dem, was du da sagst. Von all den Möglichkeiten, wie Aurora auf das neue Wissen reagieren könnte, war dies wirklich nicht, womit Marshadow gerechnet hatte. Also das war übertrieben. Das ganze Gerede über die Kapitel glaube ich dir durchaus, aber Epsilon nicht die Macht, Leben zu geben. Nicht einmal erst so mächtig. Ich glaube dir gerne, dass du das glaubst, aber vermutlich war ich schlicht verwundet und er heilte mich. Aber, kein Aber, Marshadow. Das Thema ist zu Ende, klar? Missmutig stimmte der Schatten zu. Sofort wechselte auch Aurora selbst das Thema. Also, Monagoras, du wolltest wissen, was gerade genau geschehen ist. Und, Kel, ich denke mal, du auch wenn du es nur halb mitbekommen hast. Also, begonnen hat das Ganze im Kampf gegen Endylados im Turm. Sofort unterbrach Kel sie. Bitte bei was? Ich erkläre dir später, was du alles verpasst hast. Und glaube mir, das war einiges, aber für jetzt, versuch einfach mir zu folgen. Also, als wir dort am Ende der Schlacht angekommen waren, wollte Endynalos aus Verzweiflung eine besondere Attacke als letzte Waffe nutzen. Eine sogenannte P-Attacke, welche Kraft des Plots nutzt. Daher der Name. In seinem Fall Explosion P. Damals hatte ich keine Ahnung, dass so etwas passieren könnte, deswegen ist es ehrlich gesagt reines Glück, dass wir ihn besiegt haben und ich und Marshadow überhaupt noch leben. Aber als diese P-Attacke mich traf, ich habe in meinem Inneren eine Stimme gehört. Ich kann nur vermuten, dass es die Stimme des Plots selber war. Kurz pausierte sie erneut und blickte in die Ferne. Dafür muss ich noch einmal kurz abweichen. Einige Tage zuvor hatte ich ein Gespräch mit Sorok, das letztlich dazu geführt hat, dass ich die Geschichte Epsilons recherchierte und nach einigen emotionalen Hürden ergab es sich, dass ich verstand, dass der Plot Epsilon die Aufgabe gab, diese Welt von Trauer und Verrat zu bereinigen, doch dass dieser nicht die Sünde aus den Herzen der Pokémon nehmen wollte, sondern die vernichten, die in seinen Augen sündiger sind. Und dadurch entschloss ich mich, dass ich Epsilon stürzen würde. Für den Plot, welcher mein ganzes Leben begleitete. Mehrfach während dieser Erzählung bemerkte sie, wie Kel ängstlich zuckte. Immer, wenn sie das Wort Plot aussprach. Ich entschied, dass Epsilon kein Plotkrieger sei, sondern ich selber diese Rolle einnehmen würde. Als wahre Plotkriegerin, nicht als Fehlgeleitete wie Epsilon. Und als die P-Attacke von Endynalos dann einschlug, dann hörte ich diese Stimme, die mir sagte, dass eine Plotkriegerin nicht durch ihre eigenen Waffen fallen könnte. Als ich wieder erwachte, hatte ich all die Plot-Energie des Angriffes in mir gesammelt und konnte sie selber nutzen, um den Kampf zu gewinnen. Und gerade eben, ich war einfach optimistisch, dass es wieder klappen würde. Es scheint, als könnten P-Angriffe mich nicht verwunden. Im Gegenteil, wenn Plot-Energie gegen mich verwendet wird, absorbiere ich irgendwie. Und nächstes Mal sagst du mir so eine Scheiße früher. Was soll ich denn denken, wenn du dich da oben auf einmal als Plotkriegerin bezeichnest, wenn ich den Begriff nur von Epsilon kenne? Trotz dieser wütenden Aussage wirkte Monagoras von der Wahrheit erleichtert. Ich hätte es euch auch schon noch gesagt, aber naja, jetzt wisst ihr ja, wie es ist. Und ich bin sehr sicher, dass mir diese Kraft noch nützlich werden wird, wenn ich den Kampf gegen Epsilon fortsetze. Während Monagoras und Marshadow verständnisvoll wirkten, war Kel im Prinzip ein wandelndes Fragezeichen. Ich habe aus dieser Erklärung nichts verstanden. Was zur Hölle habe ich alles verpasst? Wie lange war ich denn weg? Naja, relativ genau 6 Wochen, soweit ich in Erinnerung habe. Wieder kehrte der Ausdruck in Kels zurück, welchen er nach seiner Befreiung aus der Besessenheit trug. Sechs Wochen, aber 4 Tage. 4 Tage lang dachte ich, den ganzen Rest der Zeit habe ich einfach verpasst. Wie? Ratlos blickte Aurora zu den anderen beiden Anwesenden, doch sie schien auch ratlos. Kel hingegen wirkte wieder, als hätte er jeglichen Halt zur Realität verloren. Aber wenn ich so lange Zeit... Wie kann das alles... Warum? Ein heftiger Hieb gegen den Kopf stoppte ihn.
Komm wieder zu dir, Kel. Das ist wohl eines der vielen Rätsel, die wir in nächster Zeit zu lösen haben. Es kommt einiges auf uns zu.